Die Ampelregierung setzt bei der Corona-Bekämpfung auf einen neu zusammengestellten Expertenrat. Wie die Welt am Sonntag berichtet, soll neben dem Chefvirologen der Berliner Charité Drosten nun unter anderem auch der Bonner Virologe Streeck zu dem Gremium gehören. Gesundheitsminister Lauterbach betonte, die Bundesregierung wolle sich künftig stärker auf eine möglichst breite wissenschaftliche Expertise stützen. Der Expertenrat soll am Dienstag das erste Mal zusammenkommen. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 53.697 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet, etwa 10.800 weniger als vor einer Woche. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken und liegt nun bei 402,9. So viel Platz wie hier in der Nürnberger Innenstadt gibt es sonst selten an einem Adventssamstag. Trotzdem müssen die Kunden vor den Geschäften oft warten, denn bei jedem Einzelnen wird der 2G-Status kontrolliert. Also es ist immer ein bisschen hantieren, bis man den Personalausweis und die App dann gezeigt hat. Es bilden sich halt Schlangen, ne? Aber grundsätzlich finde ich es richtig. Die 5 Minuten nehmen wir in Kauf, würde ich sagen. Doch viele Kunden kommen nur, um gezielt einzelne Läden aufzusuchen. Zu einem entspannten Weihnachtsbummel entscheiden sich unter 2G-Bedingungen nur wenige. Das merkt der Einzelhandel deutlich. Die Frequenzen sind in den Innenstädten um bis zu 40% eingebrochen, die Umsätze zwischen 25% und 35%. Insofern sehr dramatisch, zumal der Handel noch erhöhte Personalkosten hat, weil wir hier diese staatlichen Kontrollen durchführen, die normalerweise die Ordnungskräfte und Polizei machen sollten. Der Politik macht unterdessen die sich weiter ausbreitende Omikron-Variante Sorgen. Der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen, forderte vorgezogene Boosterimpfungen und sagte: Wir müssen nun in den Modus einer vorausschauenden Pandemiepolitik kommen. Die Folgen von Omikron spüren wir noch nicht morgen, aber schon heute müssen wir uns dagegen wappnen. Denn die Situation auf den Intensivstationen ist weiterhin angespannt. Mediziner befürchten, dass Omikron sich sehr schnell ausbreitet und bereits Anfang kommenden Jahres die dominierende Corona-Variante sein könnte.